Hirn ist menschlich, sagt man allgemein. Und ein zweiter Satz, den du wahrscheinlich auch kennst, aus großer Macht erwächst auch große Verantwortung. Und um diese beiden Dinge geht es in diesem Video. Bleib bis zum Schluss dran. Herzlich willkommen zu Paul Misers Tycoon Show. Zu Anfang des Sommers 2021 berichtete die Bild über etliche Falschaussagen eines Mannes, der ein halbes Jahr später deutscher Gesundheitsminister sein sollte. Lauterbach bei Illner am 6. Mai, wörtlich, 7% der Kinder, das ist unstrittig, die sich infizieren, entwickeln Long-Covid-Symptome. Das war die Aussage. Lauterbach räumte dann aufgrund einer Bildanfrage ein, in Deutschland gebe es dazu eigentlich gar keine Daten. Er beruft sich also auf eine britische Studie. Natürlich gäbe es auch Studien, die auf geringere Inzidenzen kämen, aber in Deutschland gäbe es eben keine Daten dazu. Seine Antwort: Ich wollte damit erreichen, dass durch Wechsel- und Distanzunterricht nicht so viele Kinder erkranken. Ist ja prinzipiell sehr rühmlich, aber man würde sich doch ein bisschen mehr Ehrlichkeit von einem Politiker erwarten. Dies war nur eines von vielen, vielen Beispielen und zumindest gut gemeint. Wir wollen das jetzt mal unterstellen. Jedoch unterschätzt Meister Lauterbach da vielleicht das Gewicht seiner Aussage für das Verhalten der Bevölkerung und vor allem der Politik. Denn letzten Endes ist er anerkannter Experte, er sieht sich zumindest so, im Gesundheitsbereich. Und was er sagt, führt dann natürlich dazu, dass das Volk und die anderen Abgeordneten dem Glauben schenken, was gesagt wird. Und natürlich dann auch entsprechende Maßnahmen erlassen, entsprechende Entscheidungen treffen. Das heißt, ist es wirklich so ungefährlich, wenn Politiker die Unwahrheit sagen? Was dem Gesundheitsminister offensichtlich fehlt, ist zum einen eine wirklich faktenbasierte Beurteilung der Lage, wie seine Ex-Frau, ebenfalls eine Expertin auf diesem Gebiet oder eine eigentliche Expertin auf diesem Gebiet, auch sagen muss. Und dazu gibt es ebenfalls ein YouTube-Video. Wenn man einige Aussagen vergleicht, widersprechen diese nämlich der wissenschaftlichen Faktenlage. Und zum anderen fehlt ihm natürlich Erfahrung als Gesundheitsminister, ganz klar. Das wollen wir ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen. Man wird schließlich nicht alle Tage Gesundheitsminister, aber man würde doch fachliche Kompetenz gerne voraussetzen. Jedoch, letztlich ist Ansehen und Autorität nicht unbedingt aussagekräftig, wie du hier merkst. Das ist übrigens auch bei vielen Coaches heutzutage ebenfalls so. Eine hohe Followerzahl sagt zuerst noch einmal gar nichts darüber aus, wie gut dieser Experte wirklich ist. Also nichts über den Expertenstatus, sondern lediglich über eine gewisse Beliebtheit. Die Frage ist also nur, bist du ein People-Pleaser oder bist du ein echter Mentor, der auch mal unbequeme Sachen sagt, der auch mal Dinge von sich gibt, die vielleicht da und dort anecken, aber dem Coachee sozusagen weiterhelfen, der unbequeme Wahrheiten auf den Tisch bringt und ausspricht und was den meisten wahrscheinlich mehr helfen würde, als immer nur das zu sagen und schön zu reden, was die anderen hören wollen. Und genau das Letzte ist mein wichtiger Anspruch. Ich möchte Menschen zu einem besseren Lifestyle verhelfen, den sie verdient haben, indem sie lernen, in lukrative Deals, in lukrative Immobilien zu investieren. Und das setzt natürlich gewisse Immobilien-Basics voraus, aber darum geht es oft gar nicht. Weil diese Basics, die kann sich jeder sehr, sehr schnell aneignen. Das ist kein Hexenwerk. Was es braucht, ist jemand wirklich an deiner Seite zu haben, der Erfahrung mitbringt, der dich an der Hand nimmt und dir auch mit dem nötigen Verhandlungsgeschick ein Vorbild ist, der zeigt, wie man richtig gute Deals ausverhandelt beispielsweise, wie man 30-40% unter Marktpreis zukaufen kann, wie das überhaupt noch möglich ist heutzutage. Denn eins ist ganz wichtig bei Immobilien, das ist immer die Lage, Lage, Lage. Aber noch wichtiger ist, du weißt es, der Einkaufspreis, der Einkaufspreis, der Einkaufspreis. Wenn du also lieber 1-2 wirklich lukrative Immobilieninvestments machst, statt 10 eigentlich eher uninteressanter Deals mit Minispannen, wenn dir auch klar wird, dass 10 Deals viel aufwendiger sind als vielleicht 1-2 gute Deals, wenn 10 Deals vielleicht auch viel mehr Kopfschmerzen bereiten, also wenn du am Ende mal wirklich was Lohnenswertes machen möchtest, dann
Schau gerne unter diesem Video, weil dort findest du passende Links, wie du Lifestyle-Immobilieninvestor wirst und wie ich dir, wenn du das möchtest, gerne dabei helfen kann. Also nutze jetzt die Chance. Du weißt, alles im Leben beginnt mit einer Entscheidung. Bitte, 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 triff jetzt eine Entscheidung, nicht für mich, sondern für dich. Wir sehen uns. Geh jetzt auf den Link unter diesem Video. Bis bald.